So, ich bin seit nunmehr 2,5 Wochen hier und damit ist es endlich an der Zeit, in Kontakt mit Einheimischen zu treten. Ich habe mir überlegt, dass es eine ganz nette Sache wäre, wenn ich eine kleine Umfrage machen würde und habe mir eigens zu diesem Zwecke ein Mikro organisiert. Dieses Mikro hat hingegen nur 1 Euro gekostet und fabriziert einen miserablen Sound, steckt daher auch gerade in dem Kopfhörereingang der Kamera. Du hast ja gleich eine ganz andere Situation, wenn jemand mit einer Kamera vor ihm steht, zudem noch ein Mikro ins Gesicht halten kann. Von daher ist es nur Fake, aber das braucht der Befragte oder die Befragte ja nicht zu wissen. Was für ein Thema der Umfrage würde mir liegen, als die Gemeinde von Sun zu fragen, was er eigentlich von den Deutschen denkt und was er eigentlich weiß über Deutsche und ob er die gut kultivierten Klischees von Sauberkeit, Ordentlichkeit, Pünktlichkeit und so weiter und so fort noch in seinem Kopf mit herumträgt. Das allein lässt sich herausfinden über eine Umfrage und ich werde einfach mal ein paar Leute anreden mit meinem Leute von Sun zu versuchen, das eine oder andere Antwort zu locken. Ich wünsche mir viel Erfolg. Les voitures allemandes sont belles, oui. Et les Allemands, la fête de la bière, c'est pas mal. Je suis pas allé cette année, mais mon cousin y est allé, c'est bien, je vais y aller l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, je sais pas, l'Allemagne, ça a l'air bien, ouais. Ça a l'air sympa. Okay, les Allemands, ils ont l'air cool aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, les Allemands boivent beaucoup de bière. Ouais, d'accord. Eh ben, venez m'aider. Quelque chose en plus? Ou sommes à la bière? Oh, ils sont grands et blancs, enfin non, c'est oui, un cliché, oui. Mais... Yeah, oui. Blanc. Voilà, seulement blanc. Ouais, voilà. Quelque chose d'autre? Non, blanc. Pas du tout, seulement blanc. Les Allemands sont tous blancs. Ouais. Et rien. Rien en plus. Ils sont assez sympathiques en général. Ah oui, ok. Oh, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai. Merci. Et non, je vois rien d'autre. Ok, mais merci. Au revoir. Au revoir. Tu attends qu'on dise que les Allemands boivent de la bière, c'est ça? Eh, yeah, ok, peut-être, ouais. Quelque chose en plus? Ah, moi, j'ai pas dit ça encore. Ah ouais, ok. Pas de problème. Merci. Au revoir. Il y a les rien. Allemands boivent pour... de la bière, ouais, la bière. C'est la bière? Seulement la bière? Moi, ouais, je pense. Vous connaissez quelques Allemands très connus? Ouais, non, pas plus que ça. Des groupes de musique, peut-être. Qui? Bah, du genre Rammstein. Rammstein, ouais. Ouais, bah, ouais, je connais Hitler, ouais. Quoi? Hitler, voilà, merci. Ah, pas de problème. C'est pas un très bon exemple. Merci, au revoir. Non, j'ai pas mon point de vue dessus. Je suis pressé, je dois aller en cours. Ah, ok, oui. Bah, j'ai pas trop le temps, désolé, parce que je dois aller en cours. Ah, oui, pas de problème. Je suis un peu pressé, là, j'ai cours. Oui, pas de problème. Désolé. Merci, au revoir. Je dois prendre le bus. Oui, oui, alors, merci, au revoir. So, ich denke, unterm Strich war jetzt wenig Überraschendes dabei. Was doch auffallend war, ist, dass uns Deutschen der Ruf einer sehr biersieligen Nation vorauseilt. Doch ich denke, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Aber, und jetzt zitiere ich mal dieses Buch hier, es ist so, dass die Deutschen nicht den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch in Litern an Bier pro Jahr haben, sondern ob 8 die Tschechen mit 162 Litern, gefolgt von den Iren mit 118 und dann erst die Deutschen. 117,7 auf Platz 3. Hut ab, liebe Tschechen, kann also wohl nur sagen. Und, aber das eher der Vollständigkeit halber, die Franzosen spielen in der Statistik mit doch sehr wenigen 35,5 Litern pro Kopf Bierverbrauch im Jahr eine eher marginale Rolle. Ja, ansonsten blond und groß, okay, war vielleicht auch erwartbar. Und dass ein österreichischer Diktator diese Liste auch irgendwo Erwähnung findet, ist mir auch wenig überraschend. Na gut, sei es drum, das waren Klischees, wie sie hier in Frankreich kultiviert werden und wie wir sie ja genauso von den Franzosen haben, um nun mal Baguette und Wein ins Feld zu führen. Okay, so viel für den Moment. Ich werde schauen, was ich noch alles so herausfinden kann.